Ja, wie schätzt ihr von Wetter von den Medien? Ich glaube, dass das das Wichtigste und das Traurigste ist überhaupt, weil, wenn wir ganz ehrlich sein, weiß heute jeder, alle Professoren, alle warnen uns, was unsere Lebensmittel, was unsere Landwirtschaft, also da möchte ich jetzt einmal ausdrücklich die Bauern ausnehmen, sondern das, was die Konzerne uns auftischen, täglich ist gesundheitspolitisch einfach das größte Gift, was es gibt. Wir verwenden heute in Österreich jährlich über 400.000 Kilogramm Roundup. Dieses Roundup ist ein Glyphosat, was 1:1 eine chemische Bombe ist, ein chemisches Gift, was bereits im Ersten und im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz gekommen ist. Das kriegen wir heute, wie man jetzt auch beweisen und nachweisen kann, auf unser tägliches Brot. In jedem Brot, also von 20 Brotproben, sind 14 massivst verseucht. Jetzt bin ich jemand, der wirklich seit Jahren darum kämpft, dass die Landwirtschaft uns gute Produkte produzieren kann und vor allem, dass der Konsument ein gutes Produkt auf den Teller bekommt. Es ist aber unsere ganze EU-Politik so, dass wir alles aufgetischt bekommen, alles wird verheimlicht und das sind einfach Umstände und gesunde Umstände und Missstände, die aufgeklärt und abgestellt werden, wirklich sofort. Wenn man heute denkt, dass man in dieses Roundup von der Firma Monsanto, was von Raiffeisen und einigen Märkten in Österreich vertrieben wird, dieses Gift haben wir heute auf sämtlichen Golfplätzen, dieses Gift haben wir in Kinderspielplätzen, dieses Gift haben wir sogar in Krankenhausgärten, da müssen wir uns wirklich fragen, in welcher Zeit wir leben. Dieses Gift, das wissen wir von Südamerika, zerstört nicht nur Menschen, jedes Leben zerstört die Zellen, dieses Gift wirkt 20 Jahre im Boden weiter. Flächen, die mit diesem Gift behandelt werden, das abgeerntete Futter darf an Tiere verfüttert werden. Auch da wissen wir heute, dass es zu massiven Gesundheitsschäden kommt bei den Tieren. Und das Schlimmste ist, dass ganze Flächen, ganze Äcker mit diesem Gift behandelt, als sogenanntes Trockenspritzen verwendet wird. Das heißt, kurz vor der Ernte, damit der Trockengehalt, der Wassergehalt im Getreide nach unten gedrückt wird, wird dieses Mittel eingesetzt. Sein tut das Ganze unverantwortlich, aber es ist heute so, wir haben in Österreich eine politische Landwirtschaft, das kann man sagen, in der gesamten EU, die nicht Politik für den Landwirt macht, die nicht Politik für den Konsumenten macht, sondern ausschließlich für Konzerne wie Monsanto, wie Raiffeisen. Und das, glaube ich, sind schon Missstände, die einfach aufgezeigt werden müssen. Es ist mal gelungen, heuer im Frühsommer, dass wir im Parlament einen ständigen Unterausschuss Gift installieren haben können. Aufgrund, ich habe das sehr oft beantragt, das haben wir jetzt zusammengebracht und dieser Unterausschuss Gift, offiziell wird er genannt Unterausschuss Pflanzenschutz, dieser Giftausschuss, da haben wir jetzt etliche Experten geladen und wirklich Experten, Universitätsprofessoren, frei von politischen Meinungen von allen Parteien bestätigen unisono 1:1, wie schädlich und wie giftig das ist. Zur Politik der EU, dieses Roundup wurde erstmals im Jahr 2000 genehmigt. Im Jahr 2011 hätte es müssen ein neues Zulassungskriteriumsverfahren geben. Das hat es bis heute nicht gegeben. Die EU hat es einfach sang- und klanglos wieder verlängert. Es gibt keine Zulassungskriterien. Es gibt offiziell keine Untersuchungen. Und das ist wirklich schauderhaft und wirklich schlimm. Und wenn wir heute sehen, wenn ein Herr Belakovic in schriftlichen Anfragen, wenn der in die Anfrage beantwortet, das Ganze lapidär nach unten drückt und sagt, ja, ist eh von der EU zugelassen. Da muss man wirklich fragen, wer arbeitet effizienter? Sind es die vielen tausenden Lobbyisten von den Konzernen oder sind es die politischen Vertreter, die eigentlich die Gesundheit der Bevölkerung schützen sollten? Und wenn wir heute Universitätsprofessoren haben, die sagen, dass unser Brot eine Pflanzenbombe ist, wirklich, das sind Giftstoffe, die 1:1 abgeleitet sind von Senfgas und solchen Sachen, dann muss man einfach langsam agieren. Und die wird wirklich ersuchen, dass man
da einen Prozess in die Wege leitet, dass man allalong, dass es gelingt, dass man solche Sachen vom Teller, von unseren Feldern wirklich verbannen. Die Landwirte sind da unaufgeklärt, können überhaupt nichts dafür, verwenden solche Mittel, weil es einfach massiv beworben wird von den Konzernen und weil es den Konzernen natürlich rein darum geht, wenn du mit dem einmal angefangen hast, kannst du schlecht aufhören. Weil die ganze Pflanzenstruktur passt sich dort an und wir wissen halt von Südamerika, von den ganzen Regenwäldern, die gerodet werden, wo dieses Mittel massiv eingesetzt wird, da gibt es unzählige Studien, da gibt es tausende krebskranke Kinder, da gibt es missgebildete Kinder. Bei der schwangeren Frau löst es wirklich enorme Reaktionen aus, wo der Fötus schon im jüngsten Stadium massiv gestört wird. Das ist heute alles Wissen, wird medial verschwiegen und das, glaube ich, ist etwas, was einfach nicht dafür steht, weil da geht es um die Gesundheit, da geht es um den Erhalt unserer Natur und noch einmal, das ist ein Mittel, das es früher nicht gegeben hat, weil mir kann niemand erklären, was man Roundup braucht, damit man den Welthunger stillen kann, dass man irgendeine Gentechnik braucht, dass die Landwirtschaft das braucht, das ist schlichtweg falsch und nicht richtig. Vielmehr richtig ist, dass Böden, die 19 Jahre massiv damit behandelt wurden, das wird Ödland, das wird eine Wüste, das kann man vor allem in Argentinien, in Brasilien nachvollziehen, wo Millionen von Hektar von solchen Betrieben wie Monsanto, wie auch BASF, von großen Industriebetrieben einfach massiv diese Böden ausgenutzt werden. Dort ist noch 19 Jahre Wüste. Und wenn man heute überhaupt schaut, unsere Bevölkerung, das ganze Landgräbing, das geht alles in die falsche Richtung und da, glaube ich, ist ein Aufschrei notwendig und es ist wirklich wichtig und richtig, dass der Druck vom Konsumenten ausgeht. Der Konsument, was im guten Glauben sich ein Brot kauft, muss ja normal erschaudern und erschrecken, wenn heute in Österreich von 20 Proben 14 Proben mit Roundup verseucht sind, wirklich mit dem schlimmsten Gift, was man sich vorstellen kann. Und ich glaube, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man auch den Landwirten in Schutz nimmt. Vielmehr muss man kritisieren, Organisationen, wie es in Österreich ist, eine AMA, eine AGES, deren Wissenschaftler alles wissen und in diesem Wissen die Augen vor der Industrie verschließen. Wenn man halt schaut, die AGES befindet sich Studien, die von Monsanto gemacht wurden, da muss man sich einfach, das muss man hinterfragen können, wir sind ein freier Staat, wir sind eine freie Demokratie und da sollte wirklich der Konsument über solche Missstände eben aufgeklärt werden. Und wenn man heute weiß, dass die ÖPD, dass unsere ganzen Gleiskörper mit Tonnen von diesem Roundup behandelt werden, dieses Roundup 1:1 ins Grundwasser geht und das Wasser darauf nicht untersucht wird, dann muss man sich fragen, wir haben das beste Wasser, aber wir untersuchen es nur nicht. Und wenn ich das untersuche, was ich weiß, dass es vorhanden ist und nicht untersuchen will, ist das, glaube ich, der falsche Weg. Und der Umfang, wie das angewandt wird, ist Wahnsinn. Das geht von der Wintergetreide, das geht bis zur Weize. Und die ganzen Neokotinoiden-Wirkstoffe, das ist einfach in der heutigen Zeit, in dem heutigen Wissen, der größte Irrweg, was wir agrarpolitisch gemacht haben. Und wenn heute unsere Agrarvertreter, allen voran ein Herr Nikolaus Balakovic, mehr für eigene Fotowerbung ausgibt als für die Aufklärung der Landwirte, für die Aufklärung der Bevölkerung ist das, glaube ich, ein Trauerspiel. Und ich will jetzt auch nicht doch, was Gott wie lang reden. Für mich ist nur wichtig, dass man das einfach thematisiert, dass man wirklich den Konsumenten sensibilisiert, weil da kann sich niemand wehren. Und noch einmal, man muss das auch in die Länder, in die Gemeinden bringen, weil die Gemeinden, die verwenden das heute an Kinderspielplätzen. Wie ich ein Kind war, ich kann mich noch erinnern, da war hinter einer Schaukel, da waren halt 2 Meter hohe Brennnesselstauden. Das gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es überall nur mehr gepflegte Wiesen und das muss man sich vor Augen halten, das ist alles dieses Roundup.
Und es gibt jetzt Untersuchungen, neueste Untersuchungen, dass dieses Roundup sogar 20 Jahre danach noch so massiv mutiert, dass es einfach unverantwortlich ist. Wir wissen heute, war jetzt unlängst bei einem großen Innsbrucker Gärtnereibetrieb, der so große Zierbäume vertreibt, und ich war verwundert, dass da gibt es kein Unkraut, da gibt es gar nichts mehr. Wenn man in Niederösterreich schaut, da gibt es unzählige Weingärten, die sind so frei von Unkraut, wenn man das Ganze hinterfragt. Das ist die Auswirkung dieses Roundups. Und dieses Roundup, noch einmal, ist ein Mittel, dagegen ist ein Aids gar nichts. Weil das tötet wirklich unsere Gesellschaft, das, wenn das Ausnahme aus Wüchse kriegt, wie es in Latein- und Mittelamerika ist, dann wirklich muss man sich fragen, wer wird dann die Verantwortung nehmen? Weil diese Schäden, die da angerichtet werden, sind mit so vielen Milliarden, da ist dann von uns keiner mehr zuständig, und ich würde wirklich die Medienvertreter ersuchen, dass man das frei von Populismus, dass man das einfach zur Diskussion stellen darf, vor allem, dass es der Konsument erfährt. Und wenn heute Medien, wie die, wo habe ich den Artikel von der Ökotest, dass sowas einfach verhallt, das übernimmt keine einzige Zeitung, ist das für mich schon irgendwo bezeichnend, weil ich doch glaube, dass so ein Ökotest das einfach verdient hat, dass sowas veröffentlicht wird. Und man hat heute die Voraussetzungen, die Möglichkeit, das Ganze zu untersuchen. Und da ist es einfach wichtig. Und für mich als Vertreter der Landwirtschaft ist es auch wichtig, dass man die Bauern aufklärt. Weil solche Gifte haben wir bis zum Jahr 2000 nicht gehabt. Sämtliche Argumente der Industrie, dass die Erträge gesteigert werden, weise ich massiv zurück. Das ist eine komplette Lüge, weil vor dem Jahr 2000, und das wird mir jeder Landwirt bestätigen, ist kein Österreicher verhungert, und da waren die Erträge nicht geringer wie 2010. Wenn ich schaue, im Jahr 2010 haben wir die unglaubliche Menge von 440.000 Litern dieses Gift, das in Tröpfchenform, in kleinster Tröpfchenform tödlich ist, ausgebracht. Es wird verharmlost, es wird verheimlicht. Heute, ich muss mich überall ausweisen, bei jedem Medikament braucht es irrsinnige viele Nachweise, und so ein Gift wird im Supermarkt frei für jeden kaufbar verkauft. Das ist, glaube ich, der falsche Weg, weil nur Milliardengewinne der Konzerne aufs Wohl der Gesundheit der gesamten Gesellschaft, die Zerstörung unserer Kultur, weil die Landwirtschaft ist unsere Kultur, und diese Böden werden allalong zerstört, das muss einfach mal auslösen. Wenn wir noch nichts tun, glaube ich, machen wir uns alle schuldig. Wir wissen heute, dass egal bei welcher Backtemperatur, dieses Gift ist im Brot nachweisbar, ist drinnen, es stirbt nicht ab, und das sind einfach unsagbare Zustände, und ich hoffe, dass wir auch mit solchen Pressekonferenzen im ländlichen Raum, wenn wir auch in der großen Landeshauptstadt von Niederösterreich sein, dass man damit den Konsumenten sensibilisieren kann, weil das Ganze beenden kann nur der Konsument. Weil heute Konzerne wie Monsanto, die sind so stark in der Politik verankert, dass da kann nur der Druck von Konsumenten irgendetwas ändern. Danke, und für jede Frage gerne offen. Jetzt würde ich bitten, als Agrarvertreter von Niederösterreich.